Ihr wollt endlich wieder Spaß beim VR-Shooter? Dann bleibt unbedingt dran. Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute stelle ich euch das Rifle Casual PSVR 2 Bundle Pro vor. Puh, ich habe es schon sehr, sehr, sehr oft jetzt vermasselt, diese Ansprache. Von daher bin ich froh, dass ich diesen Text jetzt hier geschafft habe. Also, das PSVR 2 Bundle Pro ist, besteht aus mehreren Teilen. Wir haben einmal natürlich das normale Casual, was ihr hier seht. Das ist dann normalerweise getrennt von dem hier. Und ist hier dann nochmal magnetisch. Das zeige ich euch gleich mal. Wenn wir die Pro-Version haben, haben wir quasi hier diese Schulterstütze mit den veränderbaren Elementen, damit wir die Winkel anpassen können. Hier können wir den Stab rein und raus machen, dass man das ein bisschen besser anpassen kann an seine Bedürfnisse, an die Waffe, die wir spielen. Und ja, wie wir hier sehen, also es funktioniert echt gut, macht Spaß. Man muss natürlich bedenken, je nachdem, welchen Shooter man spielt, kann man das Ganze, muss man das Ganze sogar anpassen an die Waffe. Ich habe es jetzt für Firewall Ultra eingestellt, habe da ein bisschen mitgespielt. Ich speziell fand es jetzt bei Firewall Ultra besser ohne die Schulterstütze. Die Schulterstütze macht aber trotzdem Spaß, weil man wirklich dann das Gefühl hat, man hat ja ein Gewehr im Anschlag, sage ich einfach mal. Und hat das viel bessere Feeling dann. Und hier sehen wir, das kann man einfach lösen hier. Und dann kann man den Winkel anpassen, wie man das gerade möchte. Und das hält auch alles sehr, sehr gut. Und der Lars von Rifle hat ja echt tolle, tolle Arbeit geleistet. Das Ganze kann man dann auch trennen, wenn man halt ohne diese Schulterstütze dann spielen möchte. Das macht man hier, das ist einfach hier nur gesteckt, dieses Teil. Und ich versuche es jetzt mal, das sehr gut festhängt, versuche ich das Ganze mal zu lösen. Dafür erstmal das hier ab. Und ja, zack, habe ich es gelöst. Und so kann man natürlich auch super easy dann spielen und so ist das Nachladen auch viel, viel leichter, wenn man jetzt wirklich ein Spiel spielt, wo man manuell nachladen muss und nicht wie bei Firewall Ultra über Knöpfe, dann ist es natürlich viel besser, wenn man die Schulterstütze nicht hat. Dann ist das, geht das viel besser von der Hand. Man hat aber trotzdem noch das Gefühl, dass man hier schön ein Gewehr in der Hand hält, hat ein viel besseres Aim, finde ich auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, damit zu spielen, als wenn ich jetzt nur die Controller in der Hand halte. Und wer dann wirklich ein bisschen mehr Realismus haben möchte, der benutzt dieses Teil hier, das ist die Schulterstütze. Man kann alles einzeln bestellen, man kann aber dieses Bundle, was ich jetzt hier habe, die Pro-Version, kann man zusammen bestellen. Und ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze mal auf der Homepage an. So, hier sind wir auf der Rifle-Seite. Ich habe die schon mal in anderen Videos gezeigt. Ich möchte jetzt aber nochmal genauer auf diese Seite eingehen. Und ja, hier werden wir begrüßt. Direkt was neu ist. Hier sehen wir auch Rifle Casual Bundle Pro. Das, was ich jetzt habe, gibt es natürlich auch für andere VR-Headsets wie die Quest 2. Hier sehen wir den Controller von der Quest 2. Und hier kann man dann ja alleine den Shoulder Pro sich bestellen. Wir gehen jetzt aber erstmal kurz auf Druckservice. Wenn ihr Interesse habt an irgendwelchen Sachen, die ihr im Internet gefunden habt, es gibt ja Thinkverse, und wenn ihr da was gesehen habt, was ihr haben möchtet und sagt, boah, das wäre cool, wenn ich das halt drucken lassen könnte, dann könnt ihr das hier auch machen, dann könnt ihr dem Lars eine E-Mail schreiben und eventuell auch sogar eine Datei, könnt ihr euch dann ein Angebot machen lassen von das, was ihr dann gedruckt haben möchtet und ja, könnt euch das dann drucken lassen. Oder ihr entwerft selber was, das geht natürlich auch, und ihr habt keinen eigenen 3D-Drucker, dann könnt ihr das hier auch machen. Dann hat er hier noch so eine kleine Kategorie unsere Produkte, ne? Da kann man sich ja halt selber noch was aussuchen und drucken lassen. Hier sind die drei Buddhas als Deko, aber das halt nur mal so am Rande. Was uns natürlich interessiert, ist das VR-Equipment, und dann gehen wir mal ganz kurz, weil ich ja jetzt die PSVR 2 Version hier vor mir liegen habe, gehen wir mal ganz kurz da ab. Aber ihr könnt das auch für alle anderen Headsets euch aussuchen, was ihr da haben möchtet. Und ja, hier haben wir das Rifle Casual PSVR 2 Bundle normal. Das heißt, ihr habt hier den Casual, sehen wir hier. Und dann habt ihr diese Schulterstütze. Das ist aber nicht die Schulterstütze, die ich euch gerade gezeigt habe, sondern das ist die normale, nicht die Pro-Version. Die Pro-Version hat dann nochmal zusätzlichen Gelenk, um oder zwei Gelenke, um das einzustellen. Und da gehen wir nochmal hier hin.
So, die würde 57 Euro kosten, die normale Version. Dann die Pro-Version, wie ich die jetzt hier habe, die kostet halt 62 Euro. Dann habt ihr halt noch einen Adapter dazwischen, wo dann halt zwei Möglichkeiten sind, das zu wechseln, zu drehen und so weiter und so fort. Wenn ihr schon so ein Casual habt und ihr sagt, boah, cool, diese Schulterstütze Pro wäre echt genial, dann könnt ihr euch die hier auch nochmal separat bestellen, ist auch möglich und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, die Qualität von den Drucks und das ist echt perfekt. Auch hatte ich jetzt keine großen Probleme beim Nachladen oder so. Das macht echt Spaß, muss ich sagen. Und man kann da verschiedene Games mitmachen, man kann das sich schön anpassen und macht einfach Spaß. Und gehen wir mal ganz kurz auf die Quest 2 und da haben wir halt auch hier Gunstocks und da könnt ihr euch dann auch halt alles aussuchen, was ihr so haben möchtet dafür. Den Hunter habe ich auch hier, den habe ich euch auch schon mal gezeigt, aber bin ich noch nicht zugekommen, den wirklich mal live zu testen. Muss ich unbedingt mal machen, steht auch noch auf meinem Programm. Aber das Teil sieht auch cool aus, kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Wenn wir gleich nochmal in groß zu sehen sind, dann zeige ich euch den Rifle Hunter auch nochmal. Und Pico, also alles ist hier, was ihr euch so vorstellen könnt. Hier seht ihr auch eine komische Nase, ein komisches Gesicht. Da habe ich Wälder mitgespielt. Und also bei Shootern machen diese Teile einfach Spaß. Besonders das Casual, auch ohne Schulterstütze, auch wenn es mit Schulterstütze Bock macht. Aber ohne Schulterstütze ist man einfach schneller, aber hat trotzdem dieses coole Feeling, dass man ein Gewehr oder was, ein bisschen was Schweres halt in der Hand hält. Und das macht das Ganze dann nochmal umso besser, finde ich auf jeden Fall. Und hier seht ihr auch die Preise. Sucht euch was raus, was euch am besten passt. Könnt ihr euch gerne dann auch nochmal mein Video anschauen. Und das war es eigentlich soweit. Wenn ihr auch Zubehör, Ersatzteile braucht, euch ist irgendwas kaputt gegangen, abgebrochen, kann immer mal passieren. Wenn man was fallen lässt oder so, dann könnt ihr euch hier auch Ersatzteile organisieren. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt euch einfach auch direkt an den Lars wenden, unter Kontakt. Ich glaube, über uns wäre das wahrscheinlich möglich. Impressum, da haben wir es doch. Und da könnt ihr dann auch hier SK Rifle und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann eine E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Aber wenn ihr Fragen sind, könnt ihr die auch gerne unter die Kommentare reinpacken. Ich versuche, die auch zu beantworten und werde dem Lars auch sagen, dass er auch ab und zu mal reinschaut, wenn da irgendwelche Fragen sind. Ja, jetzt gehen wir nochmal in die große Ansicht. Dann zeige ich euch auch nochmal den Rifle Hunter für die Quest 2. Und dann sehen wir uns jetzt gleich. So, jetzt habe ich den Rifle Hunter mal ausgepackt. Und hier seht ihr das gute Stück, das ist für die Quest 2. Und ich habe mir hier noch so eine Schlaufe dran gemacht, damit man das dann besser halten kann. Man hat hier auch eine schöne Schulterstütze dran, wo man hier die Controller dann hat. Und ich muss wohl sagen, es ist verdammt cool, aber ich würde damit nie ein PvP-Game spielen, sondern wirklich nur PvE, weil es Nachladen und so ist. Es ist schon hakelig, weil ich muss dann wirklich gucken, dass ich hier wegziehe. Das ist hier alles über Magnet, wie ihr seht, und hier auch, hier unten, das kann man dann auch wegnehmen und hat dann hier den Abdrücker und es ist cool, definitiv, aber es ist ein komplett anderes Spiel und PvP wird man damit null Chancen haben. Da ist das Casual um einiges besser, aber das macht natürlich auch um einiges mehr her hier, das Rifle Hunter. Und da werde ich definitiv auch mal ein Video zu machen. Bin ich dem Lars noch schuldig? Sorry dafür. Aber cooles Teil und wenn ihr Bock auf sowas habt, könnt ihr euch natürlich auch bestellen. Und jetzt kommen wir aber nochmal hier drauf zu sprechen. Hier haben wir das mit der Schulterstütze. Hier waren die zwei Gelenke, die wir dann halt so anpassen können, wie wir wollen. Und ich kann damit super klar. Und ich habe damit Firewall gespielt. Ich werde auch das Gameplay zu dem mit dem Rifle hier werde ich auch hier verlinken unten in die Beschreibung und Infobox und am Ende des Videos wird es dann im Abspann auch nochmal anklickbar sein für euch. Dann könnt ihr euch das Gameplay Firewall mal anschauen. Da habe ich erstmal auf dem Übungsplatz ein bisschen geschossen mit der Schulterstütze und nachher habe ich mit dem Voodoo.de, mit dem Thomas, habe ich dann PvE gezockt, also so ein Koop-Match. Das habe ich dann ohne Schulterstütze gemacht, um mal so ein bisschen auch die Unterschiede zu merken und hat beides echt Bock gemacht, hat Vor- und Nachteile,
Man ist hiermit halt viel schneller, wenn man das Casual jetzt nur hat. Aber es ist voll total Geschmackssache. Es ist halt mega, wenn man hier wirklich das spürt, dass man da was hat. Und ja, es muss aber dann auch zum Spiel passen. Man muss sich das richtig schön auf die Waffe, die man im Spiel jetzt benutzt, dann auch anpassen. Und das geht damit super, aber man muss halt immer schauen, mal ganz kurz in die Brille reinschauen. Okay, wie habe ich das jetzt? Mal ganz kurz fühlen. Okay, müsste noch ein Tick nach unten oder oben, damit die Immersion auch passt. Und ja, wenn ich dann die Waffe wirklich dann festhalte, dass das Ganze auch stimmig ist. Sonst haben wir die Schulterstütze hier so wirklich. Und im Spiel, oh, jetzt hab's ja abgemacht. Und im Spiel ist sie dann, ist das Gewehr dann irgendwie so oder so. Ist dann auch blöd, macht dann auch keinen Spaß. Aber wie ihr seht hier auch diese Magnethalter, das funktioniert auch im Spiel blind super. Hier hat man kleine Einbuchtungen, 4 Stück. Und hier hat man diese Pinnüppel, nenne ich sie einfach mal. Und Pinne. Und ja, damit findet man relativ schnell immer den Weg. Und ja, die Magneten finden sowieso ihren Weg. Das ist unvermeidbar, sage ich einfach mal. Also, die Teile machen mega Spaß. Wer gerne von euch Shooter da draußen spielt, sollte sich die Homepage definitiv mal anschauen. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Und wie gesagt, Gameplay dazu könnt ihr euch auch anschauen. Ich werde auch das Veil-Video mal reinschmeißen, was ich dann mit der Pico aufgenommen habe. Also die Links sind in der Beschreibung und am Ende werden die dann auch nochmal gezeigt. Also schaut definitiv mal rein. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, was ich euch gezeigt habe. Wenn Fragen sind, wie gesagt, gerne in die Kommentare rein. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt auf Abo-Button drücken, wäre echt nice von euch. Würde mich weiterbringen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ben sagt Tschüss. Okay, Ben hat Tschüss gesagt.